Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde, zu Legend of Grimoire, Labyrinth of Lies. Ja, lassen wir den Feuerball mal vorbeifliegen. Oh, den auch. Weil, das letzte Mal haben wir ja hier im Versuchsbereich aufgehört und haben es immer noch nicht geschafft, den... wo war es denn? Hier, genau. Den Supply Storage zu öffnen. Also ich glaube, ich habe diesen Knopf und diesen Knopf hier für den Zugang gedrückt. Ansonsten kann ich es mir nämlich nicht vorstellen. Weil es gibt, also ganz oben wird beschrieben, wie man die Portale öffnet. Südöstlicher und nordwestlicher Knopf für Zugang. Nordöstlicher Knopf, dann nordöstliches Portal, geradeaus rennen und Button für Supply Storage. Das heißt, diesen Knopf hier drücken und... Ja, halt diesen Knopf hier drücken. Und dann... Ja. Jo, das hat jetzt auch haben lieb geklappt. Auch wenn ich dafür ein, zwei kassieren musste. Jo, Secret gefunden. Nische ist hier keine. Gut. Was haben wir hier? Erstmal wieder Essen. Dass ich gerade keinem geben könnte. Pflänzchen. Agility Trail. Gain the Agility Trail und 2 Skill Points to show Champion has already has trait. Okay, habe ich irgendwem Agil gegeben? Ja, dir. Hätte ich Agil gegeben. Das macht Dexterity auf um 2 höher. Scroll of Haste. Fire Spell kriegst du mal. Und Evasion Boots, die kriegst du mal. Und du kriegst das für 2 Skill Points in Missile Weapons. So. Kräuter können jetzt auch erstmal weg. Truhe kann weg, du bist verlangsamt. Das ist weniger schön. Das hilft leider nicht. Das Ding hier ist einfach zu schwer. So. Und da müssen wir gucken, dass wir hier wieder rauskommen. Weil hier drin sind wir jetzt endlich fertig. Auch wenn wir dadurch ein paar Feuerbälle ins Gesicht gekriegt haben. So. Da können wir mal aufmachen. Sag bloß, jetzt hört ihr auf zu schießen. Ah. Saftsäcke. Ah, ja, wie regeln wir das jetzt am besten? Ich möchte eigentlich, dass sie ihre Ambus bitte behält. Dafür müsste sie irgendwas anderes abgeben. Ordentlich geht aus. Die da zum Beispiel.
Ja, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Das könnten wir mal behalten. Die hier. Das ist die Super Potion. Ja, Scroll of Haste und Scroll of Ghost Flame. Wizard Fire Spells sind das beide. Ja. Den da können wir auch mal zurücklassen, genauso wie den Hut. Den da möchte ich gern gegen Untote behalten. Der ist nämlich sehr, sehr nützlich. Solche Schuhe hast du bereits. Und du hast das Ding hier. Ich glaube, das hier castet Haste auf uns. Oder? Ja. Das castet Haste auf uns. Sollten wir also nutzen, wenn wir es brauchen. So. Ja, das kann ich dir geben. Kannst du die Steine wieder haben? Und hier die Wurfdolche. Mit dem Ding muss ich definitiv aufpassen. Da bräuchte ich wirklich, wo ist es denn, Poison-Resistenz von very, very high. Wahrscheinlich mindestens 75. So, Geknoche lasse ich mal hier liegen. Das gebe ich auch mal an dich weiter, dass es nicht hier aus Versehen irgendwo rumliegt, wo es nicht hingehört. Und das kann ich leider nicht an dich zurückgeben, nein. Außer ich gebe jemandem... Ja, Thorums Zepter, das wiegt ziemlich viel. Genau, trag du mal Thorums Zepter. Und das behältst du zur Not, falls wir das mal zum Draufhauen brauchen. So, nochmal speichern. Dann gucken wir mal hier nach oben. Storage Room. Two buttons will keep you here with plenty of time to turn around. The Tomb of Licht... Bla bla. Only the Fallen may pass. Du mich auch. Fallen. Ich wollte gerade sagen, ich sehe da doch was drin. Oh, hi. Uff, das war knapp.
Das könnte ein bisschen böse werden. Zur Sicherheit ein Quick Save. Ah, Schleims. Ah, ah. Puh. Wow. Okay. Mana sieht noch einigermaßen okay aus. So, damit wird der auch weg. Okay, ich glaube, ich mache einen Quick Save. Gib dem. Obwohl, erstmal will ich weiter vorpreschen. Ich könnte dadurch. Oder eben hier durch. Das ist jetzt weniger schön. Okay. Main Menü. Load Game. Also ich glaube, ich habe schon mal den Weg zurückgefunden, was gut ist. Ich muss nur gucken, dass ich diesen Schleim tot kriege, ohne dabei zu sterben. Jawohl. Klick. Sehr schön, voll geheilt und ein Autosave. Das war nicht so gut. So, einmal Heilung anschmeißen. Au. Ja, komm ruhig raus. Das hat wehgetan. Nee. Ich werde ja jetzt nicht wegen einem Gegner mehr in die Hosen machen.
Problem ist, der Gegner ist der Nervensäge. So. Danke dafür. So, nochmal Regeneration anwerfen. Und mal hier einen Quicksave machen.